Hallo, herzlich willkommen, neues Video, neue Geschichte. Heute möchte ich etwas zu dem Thema Zwangsverrentung sagen. Die Zwangsverrentung sieht so aus, dass wenn du im höheren Alter, das fängt manchmal schon mit 50 an, arbeitslos wirst, kommt das Thema ganz schnell auf, dass du ja nicht vermittelbar bist. Das kann einerseits sein, weil du nicht die Fähigkeiten, die Kenntnisse hast, zum Beispiel EDV-Kenntnisse, fehlen dir und es würde jetzt zu lange dauern, sie dir beizubringen. Oder du bist vielleicht nicht teamfähig, zumindest sagt das die Behörde, ja, das sei mal dahingestellt. Oder du bist auch zu sensibel, du möchtest dich gar nicht mehr schlecht behandeln lassen, was fällt dir denn eigentlich ein? Du beschwerst dich, du willst dich nicht mehr erniedrigen lassen bei einer Zeitarbeitsfirma. Dann findet der Gedanke statt, dass man dich nicht vermitteln kann. Also es gibt eine große Gruppe, auch Schwerbehinderte in dem Alter, sind ja gar nicht mehr so irgendwie in den ersten Arbeitsmarkt sozusagen zu integrieren, aus verschiedenen Gründen. Und dann hat die Behörde, das Jobcenter, die Möglichkeit zu sagen, wir verrenten sie. Wir sind der Meinung, dass aufgrund der aktuellen Marktsituation es gar nicht da draußen genug Arbeit für sie gibt. Wir sind der Meinung, dass aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen, ihrer Beschwerden, sie trotzdem nicht irgendwie Fuß fassen werden. Und wir sind auch der Meinung, dass es jetzt nicht so viel Sinn macht, sie noch zu qualifizieren. Also man kann das Ganze einzelne Punkte nehmen, aber auch mischen. Man kann sagen, all diese Punkte sind ein bisschen erfüllt und wir finden nichts für sie. Also die Behörde lehnt sich zurück und sagt eigentlich, ja, das ist ja Arbeitsverweigerung. Und dann ist es so, dass die Behörde dich zwingen kann, einen Rentenantrag zu stellen. Für dich. Wenn du das nicht machst, macht sie das für dich. So ein Verwaltungsakt. Was passiert da? Jetzt wird es erst richtig spannend. Stell dir mal vor, du bist Krankenschwester. Es gibt eine Menge Krankenschwestern da draußen und die schaffen es sowieso nicht, bis zur Rente zu arbeiten. So einen harten Job schafft man nicht so. Wenn du das schaffst, dann kommst du in die Rente rein, du weißt, was dich erwartet, das ist eh nicht viel, aber das erhältst du dann zumindest. Solltest du das aber nicht bis zur Altersgrenze schaffen und solltest du dazwischen irgendwann mal arbeitslos sein, verlierst du Rentenpunkte. Am Anfang dachtest du noch, ja, ich mache ein paar Überstunden, ich mache das für die Rente. Jetzt passiert aber Folgendes. Wenn du es zum Beispiel, wenn du einen Monat arbeitslos bist, dann wird ein Abschlag gegengerechnet. Denn in der Zeit, wo du ja arbeitslos bist, wird ja nicht in die Rentenkasse eingezahlt. Du verlierst, jetzt wird es ein bisschen inhaltlich, 0,3%. Was bedeutet das? Folgendes. Wenn du 3 Jahre arbeitslos bist, und das passiert ganz schnell und das wirst du sein, das ist jetzt bereits der Fall bei den meisten Menschen, dann sind das 10,8%, also fast 11. 11% von der Rente, die du jetzt schon ansparst, wird wieder abgezogen am Ende. Wenn du 6 Jahre arbeitslos bist oder nicht arbeitslos, du wirst 6 Jahre vor dem normalen Renteneintritt gezwungen, vorher in Rente zu gehen. Nehmen wir mal 6 Jahre vorher. Das sind 22%. Also sagen wir mal, du hättest eine Rente von 1.000 Euro gekriegt. 22% sind ja 220 Euro, die da abgezogen werden. Dann liegst du auf einmal bei irgendwas um die 700 Euro. Ne? Steuern kommen auch noch ab und so weiter. Also es lohnt sich vorne und hinten nicht. Das Rentensystem ist bereits kaputt. Und jetzt stell dir mal vor. Gerade wird entschieden, dass die Rente bis 70, sozusagen ab 70 erst stattfinden soll. Also die Altersrentengrenze wird jetzt gerade erhöht. Schauen in Links nach im Kommentarfeld oder da. Auf 70, also nicht 65. 67, 70 ist die nächste magische Zahl. Schaffst du es bis 70 irgendwie durchzuhalten, Rentenpunkte zu sammeln? Glaubst du das oder weißt du das? Das ist etwas sehr Gemeines, wie ich finde. Also das ist, man gibt dir ja auch wieder die Schuld. Ne? Man präsentiert dir da das Versprechen, hier, das heilige Paradies, das zu erfüllen ist oder jeder erreichen möchte. Komm dahin und danach geht es dir blendend, da denkt man zumindest mal dran. Aber bis dahin schaffen sie meist nicht. Das ist ja ein Marathon. 45 Jahre, 50 Jahre durchhalten. Und sobald irgendwas passiert, die Firma geht pleite,
Du selber wirst eine kurze Zeit krank oder du schaffst das alles nicht. Auch weil deine Eltern vielleicht ein Pflegefall werden, dein Partner wird krank. Deine Kinder haben vielleicht etwas. Dinge passieren, das ganz normale Leben. Ist aber nicht einberechnet. Für dich heißt es dann Pech gehabt. Sofort, ab den ersten Monat, wird kassiert, wird sozusagen gleich gekürzt, wird was abgeschnitten. Und ja, die ganze strategische Planung von dir, das, was du dir aufgebaut hast, wird innerhalb kürzester Zeit zerstört. Natürlich, im Idealfall, die wenigen, die das schaffen, ja, kann man drüber reden, kann man weiterschauen. Die meisten schaffen es aber nicht. Das wollte ich heute zum Thema Zwangsverrentung sagen. Also die Behörde wird später, weil du Leistung empfängst, diesen Weg gehen. Das tut sie jetzt bereits flächendeckend. Überprüf bitte das, was ich dir sage. Und ich möchte, dass du das weißt, vor allem in solchen Bereichen. Es ist sehr schmerzhaft, das dann zu erleben. Ich kenne viele, die sagen, das war der einzige Glaube, wofür ich das getan habe. Ich wollte alles richtig machen. Und am Ende hat es doch nicht gehabt. Es kann jetzt schon nicht reichen. Es ist meiner Meinung nach ein Betrug am Volk, an der Bevölkerung. Es ist eine Lüge. Viele glauben es. Die Zahlen sehen anders aus. In den anderen Videos erfährst du noch viel mehr. Und jetzt gleich nehme ich auch ein Video auf, wie man sich dagegen wehrt. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Paul.